Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Donnerstag, den 24.09.2015. Mein Name ist Dennis Gürtler. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Ausgabe wird Ihnen von directbroker.de präsentiert. Und wir blicken auf einen durchaus spannungsgeladenen Handelstag. Vorab ein kleiner Hinweis in Eigenregie. Wenn Sie mich mal persönlich sehen wollen, können Sie sich gerne mal für ein Trader Camp registrieren. Dazu können Sie dem Link auf dem unten stehenden Banner folgen. Ja, blicken wir auf äh, letztendlich den DAX. Wir hatten einen heute etwas stärkeren IFO-Index als erwartet, 108,5 Punkte, erwartet wurden 107,5 Punkte, leicht besser. Aber laut dem International Council on Clean Transportation, ICCT, ja, überschreitet ein BMW-Auto den Euro 6 Grenzwert um das Elffache. Damit gerät also hier auch BMW zunehmend in den Abgasskandal, den mehr oder weniger VW äh, initiiert hat. Jetzt steht natürlich zur Diskussion, ob das Usus ist bei allen. Ähm, Deutschen Automobilherstellern. Jedenfalls geben hier diese maßgeblich ab. Also zu den klassischen Verlierern gehört heute absolut die BMW mit 6,2 Prozent im Minus. Dahinter dann Daimler und Conti. Man muss also sagen, Conti Daimler BMW relativ schwach. Die einzige Automobilaktie, die sich und das ist auch die einzige DAX-Aktie, -DAX die im Plus ist, das ist Volkswagen mit 2,38%. Da kam ja schon der Hammer in den letzten zwei, drei Tagen. Also muss man ganz klar sagen, der DAX heute eigentlich komplett im Minus bis auf Volkswagen und das ist eben ein Sondereffekt, weil die Aktie ja nur gefallen ist wie ein Stein und sich jetzt nach 40% Kursverlusten minimal erholt, aber ansonsten ist alles mehr oder weniger 1-3% bis 3 im Minus. Naja, wenn wir uns den DAX anschauen, weiterhin Short, ist, der Abfahrtstrend ist intakt und vor allem ist das Jahrestief jetzt in greifbare Nähe gerutscht mit dem Bruch hier vor allem der 9570er Marke wurde ein Short-Signal ausgelöst, in dem Moment gab es auch kein Halten mehr, das sieht man hier eigentlich relativ schön an an diesem Chartbeispiel in dem Moment, wo es hier drunter ging, der war vorbei. Da war es einfach vorbei, denn das war eine sehr, sehr wichtige Unterstützung hier und ähm, da setzte dann der Sell-Off ein von rund 160 Punkten. Vorher ist er noch äh, an das Hoch dieser Seitwärtsphase gelaufen. Und ist dann so gesehen vom Hoch aus bereits jetzt schon über 310 Punkte gefallen. Das ist natürlich heftig. Mehr oder weniger kann man schon sagen, dass die Automobilbranche in heller Aufruhr ist, weil das sich zu einem Skandal ausweiten könnte, den es so in dieser deutschen Automobilgeschichte noch nicht gegeben hat. Also VW war schon ein Exempel, beziehungsweise ein Beispiel, eine Blaupause. Aber wenn jetzt noch BMW dazukommt, tja, Jetzt ist nur noch Daimler und dann am besten noch Conti übrig. Und dann äh, haben wir sie dann auch, die großen. Ja? Also danach kommen nur noch die französischen Autobauer in dem europäischen, äh, in der eu europäischen Perspektive. Naja. Ich würde den DAX jetzt hier äh, auf keinen Fall kaufen in so einem volatilen Umfeld, wenn überhaupt, sind Short-Positionen relevant. Aber jetzt nach 300 Punkten Short ist es schon überdehnt. Also muss man klar sagen, fallen kann er bis zum Jahrestief. Ähm, da würde ich dann maximal eine Korrektur erwarten, aber ansonsten ist er weiterhin Short. Da ändert sich nichts an unserer Prognose. Sollte er nochmal sich etwas ansteigen können, dann wäre er vielleicht bei 9500 Short. Der Premium-Short, in Anführungszeichen, liegt dann so bei 9550 Punkten. Ähm, die europäischen Indizes auch sehr, sehr schwach. Der Eurostox ist ja hier durch die Seitwärtsphase durchgebrochen, hat dann hier eine Konsolidierung äh, vollzogen und ist jetzt in der neuen Bewegung Short, also da auch keine Long-Position. Wenn die ausgeformt ist, vielleicht so in diesem Bereich. So, wenn die ausgeformt ist, so in diesem Bereich, dann äh, könnte man da eine Konsolidierung erwarten und spätestens so im Bereich der 3000. 80er Marke wäre dann wieder ein Short zu erwarten. Das wäre so der, der äh, prognostizierte Verlauf, könnte dann eventuell noch ein Stück höher gehen, aber alles in allem sollte sich das dann hier um einen weiteren Shortpunkt handeln. KAK 40 ebenfalls durchgebrochen, Seitwärtsphase Short, auch negativ, ähm, hat jetzt auch Platz bis 4.233 Punkten. Also hier ziehen sich die äh, europäischen Indizes äh, deutlich zurück in den Minusbereich. Muss man auch klagen äh, sagen, SP ähm, ist ein wenig stärker, die, Europä die, die amerikanischen Indizes, aber diese Schwäche betrifft halt hier hauptsächlich diese europäischen Werte. Das ja, sieht man auch am Swiss Market Index, äh, schön durchgebrochen, UK 100, auch da sieht es momentan nicht positiv aus. Und wenn wir jetzt da mal zu den US-Indizes kommen, muss man auch sagen, der Dow hat äh, zwar heute noch ein kurzfristiges Hoch machen können, hier, da ist, ist ähnlich mit dem DAX nach oben geschossen. Ähm, naja, und wenn er jetzt hier zwar noch er sich erholen könnte, wäre das zwar auf der einen Seite leicht positiv, aber wichtige Widerstände sind bei 16.180 und vor allem 16.200 Punkten. Also von daher, er ist jetzt schon auch hier weit gefallen. Also wenn da. Ich würde ihn jetzt nicht mehr kaufen, fallende Tendenzen sind sehr wahrscheinlich. Falls er nochmal steigt, ja, nicht wenn, falls, dann. Ähm, Wäre dann hier die Short-Marke noch so bei 16.200 Punkten. Also, ich bin da sehr, sehr short eingestellt. Die übergeordnete Situation sieht da nicht positiv aus. SP 500 ist kurz vorm Durchbrechen. Mag sein, dass er sich jetzt stabilisiert, aber das übergeordnete Chartbild, das ist hier erstmal negativ. Wir hatten zwei Fehlausbrüche mehr oder weniger nach oben. Besonders kritisch war letztendlich dieser Ausbruch hier. Und ähm, nach falsch kommt schnell, also Falschausbruch aus der Oberseite zurückgezogen und dann Ausbruch auf der Unterseite. Also von daher mag sein, dass jetzt eine kleine Erholung eintritt, aber die Situation ist viel zu fragil, äh, um sie jetzt noch zu traden. Der Short ist vorbei. Ähm, jetzt kommt noch so eine ausgelutschte Bewegung eventuell bis 9.3 und dann sollte die Erholung eintreten. Ansonsten Ab Erholung abwarten und erst die Erholungen traden. Das wäre so mein, meine Strategie. Ähm, ich bin schon im Dow Jones Short. Ich bin hier oben Short gegangen im Bereich von 16.300. Punkten in diesem Fall, naja, und äh, wir werden schauen. Also 16.316 und 16.320. Ja, jetzt erstmal Korrektur abwarten, ziemlich weit gelaufen. Ähm, Infineon, auch hier Broadening Top, übergeordnet äh, aus der Konsolidierung jetzt in eine neue Bewegung. Hier würde ich die Korrekturen shorten, wenn er sich nochmal erholt. Ähm, die Short-Tendenz ist hier eindeutig zu bevorzugen, jedenfalls aktuell. Jetzt immer gesagt wie gesagt, über überverkauft, aber durch diesen Automobilskandal ist ja hier alles in heller Aufruhr. ist ja der Wahnsinn. RWE auf dem neuen Jahrestief, Ehren auf dem neuen Jahrestief. Also hier beginnen gerade einige schöne Abverkäufe, das muss man ganz klar sagen. Wenn also Infinien nochmal ansteigen könnte, wäre aus meiner Sicht hier nochmal ähm, Infinien ein Shortwert, 9,30 in, in dem Bereich oder sogar die 9,50 kann man lassen. Ähm, was mir auch noch gut gefällt, ist die Lufthansa. Wir äh, hatten ja gesagt, er ist erst dann wieder long, wenn wir hier über die 13,50 ansteigen. Aber ich wäre auch noch mal bereit, ihn zu shorten, wenn er unter dieses Tief hier fällt von 11,31. Also ich bin da deutlich auf der Short-Seite. Daimler auch massiv unter Druck, fällt wie ein Stein. Prinzipiell eigentlich ein Kauf, ist günstig bewertet, aber hier zieht momentan relativ wenig. Also er kommt hier an wichtige gleitende Durchschnitte, aber in, in, in so einen heißen Markt jetzt reinzuhandeln, das ist auch ganz, ganz gefährlich. Die einzige Chance, die es gab, hier war nach dem Bruch dieser Flagge. Das war maximal die Möglichkeit, hier noch zu agieren, aber ansonsten würde ich da jetzt nichts mehr machen. Vor allem mag sein, dass er sich erholt, aber das ist dennoch weiterhin intakt Short. Alles intakt Short. Turbulente Zeiten. Turbulente Zeiten. Jetzt warten wir erstmal ab, was aus dem Dow Jones Short wird. Jetzt soll er sich erstmal hier ein bisschen auskonsolidieren und eventuell nochmal bei 16.2. Wir werden sehen. Das war es auf jeden Fall von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.